Hallo zusammen. Ich freue mich heute sehr auf unser 31. Gespräch aus der TwoSins-Interviewreihe Werkstattgespräche. Ich bin Jennifer und für die Kommunikation bei TwoSins zuständig. Unser heutiger Gast ist Herr Marco Hache, Geschäftsführer bei der Reibungslos Systeme. Und dann darf ich natürlich noch Alexander Manafi vorstellen, CEO und Co-Founder von TwoSins. Herr Hache, vielleicht können Sie selbst noch ein, zwei Sätze zu sich und zur Reibungslos Systeme GmbH erzählen. Ja, so ganz kurz zu meiner Person. Ich lebe quasi in der Reinigungsbranche seit Anfang an, seit über 26 Jahren und habe da mit dem Vertrieb für Reinigungsmaschinen zu tun und auch mit dem Thema Reinigung, Fußböden und ganz, ganz viel Erfahrung, da auch verschiedene Stationen in meinem Leben schon durch und jetzt quasi in eigener Sache mit der Reibungslos Systeme GmbH, wo wir da jetzt seit einem knappen Jahr schon am Start sind damit und seit Mitte letzten Jahres auch das Thema Reinigungsmaschinen im Direktvertrieb mit übernehmen und seit quasi ganz offiziell seit Anfang Dezember letzten Jahres indirekt als Hersteller mit der E&N Montage GmbH, die die letzten 20 Jahre für einen anderen Hersteller Reinigungsmaschinen produziert haben, das Ganze jetzt in Eigenlabel machen. Ein kleiner Familienbetrieb, wo wirklich große Stückzahlen in der Vergangenheit gelaufen sind und die wir jetzt über die Reibungslos in der Dachregion vertreiben und gerade dabei sind, ein Händlern- und Servicenetz aufzubauen. Vielen Dank. Dann kommen wir auch schon zur ersten Frage. Wie sind Sie denn überhaupt auf TwoSins aufmerksam geworden? Da hatte ich mir schon so ein bisschen Gedanken noch dazu gemacht, wenn das wirklich gewesen ist. Das war im Rahmen einer CMS und ich glaube, Alex, 2019 muss das gewesen sein. Das war die erste CMS, ja. Genau. Und ich beschäftige mich ja schon seit sehr langer Zeit mit dem Thema. Ich kenne das ja noch so Anfang der 2000er, wo das dann anfing, Flottenmanagementsysteme von den einzelnen Herstellern und alles damit ganz viel hoch und runter. Und das ist ja dann so das erste System, was herstellerunabhängig gelaufen ist und quasi nie den Kontakt verloren über die Jahre und jetzt quasi auch in der eigenen Umsetzung. Super, vielen Dank. Und Herr Hache, wie sah vor TwoSins der Status quo im Maschinen- und Gerätemanagement aus und was waren die Herausforderungen? Also ich möchte ganz einfach mal so ein bisschen mit anfangen, aus der Herstellersicht dazu berichten. Wir haben ja so das Thema, dass wir ja verpflichtet sind, als Hersteller so ein Stück weit Dokumentationen zu den Maschinen immer mitzuliefern, Einweisungsprotokolle, Bedienungsanleitungen, CE-Konformität, Ersatzteilzeichnungen und so weiter. Und erfahrungsgemäß ist das so, wenn man das einmal ausgeliefert hatte, da gab es einen Lieferschein mit einem Standort und ab da war die Maschine verschwunden, bis irgendwann mal ein Service auftauchte. Und das ist natürlich sehr schwierig nachzuvollziehen, wer hat die Maschine, wer hat sie zuletzt benutzt und natürlich mit den Dokumentationen, weil das, was in Papierform ausgeliefert wurde, ist im Regelfall kurze Zeit später weg. Dankeschön. Wie haben sich Ihrer Ansicht nach denn die Prozesse verändert und wo sehen Sie die Vorteile in der Nutzung? Also wir haben uns ja ganz bewusst dazu entschieden, letztes Jahr in Zukunft alle Maschinen, die ab Werk, egal wohin die gehen in der Welt, mit einem TwoSens QR-Code auszustatten, der zweimal angebracht ist, einmal direkt am Typenschild und ein zweites Mal von außen noch ein bisschen einfacher zugänglich. Und wir nutzen das Ganze, um natürlich so dieses gesamte Datenpaket, was wir in Papierform ja nach wie vor mit dazu liefern müssen, da gibt es ja ein paar Verpflichtungen, aber parallel ist alles auch digital erfasst. Also das heißt, über den QR-Code sehe ich, wer ist mein Servicepartner, wenn ist die Maschine ausgeliefert worden, es ist eine Bedienungsanleitung drauf, es sind Schulungsvideos hinterlegt und je nach Kundenwunsch beziehungsweise Partnerwunsch kann man dann auch Ersatzteilbestellungen darüber machen, Ersatzteilzeichnungen, Servicemeldungen. Also das ist ein riesengroßer Mehrwert, der dadurch entsteht. Dazu kommt einmal diesen Standard, was es ab Werk immer dazu gibt. Und wenn der Kunde das möchte, optional quasi die Blackbox dazu oder IoT-Modul, wie auch immer man dazu sagt, wo ich dann auch nochmal die Daten der Maschine mit übernehmen kann und so weiter. Vielen Dank. Vielleicht jetzt nochmal die Frage an Alexander gerichtet. Möchtest du hier noch etwas ergänzen? Also ich finde es, der Marco fasst das wirklich toll zusammen und es ist halt schon ein Paradigmenwechsel. Ja. Aber was ich eigentlich hier am spannendsten finde, ist, also der Marco treibt es extrem, das ist sehr, sehr schnell und sehr kreativ auch voran. Und das ist, glaube ich, für uns das Spannende. Und weil es einfach auch Spaß macht, ja. Und vor allem auch, weil er das ja auch aus unterschiedlichen Perspektiven schon
gesehen hat, wie der Marco erzählt hat. Er ist ja schon sehr lange in der Branche unterwegs und auch aus unterschiedlichen Perspektiven hat er auch schon Toolsense gesehen, ja, und auch das quasi selber eingeführt hat bei einem großen Facility-Service-Unternehmen und war da auch involviert und hat da ein extrem tiefes Verständnis und Wissen über das ganze Thema. Und das merkt man natürlich jetzt. Also das wird natürlich mit einer PS auf die Straße gebracht, die uns natürlich sehr viel Freude bereitet. Super, danke schön. Herr Hache, was sind denn Ihre Ziele mit Toolsense und welche Potenziale sehen Sie in der Zukunft durch den Einsatz? Also einmal das Thema Digitalisierung, was in großen Schritten vorangeht. Momentan redet alles über Roboter, aber das ist ja ein Thema. Ich glaube, das, was wir jetzt schon haben und was funktioniert, sind klassische Reinigungsmaschinen. Das sind Staubsauger, das sind Scheuersaugautomaten, das ist Hardware, das sind Leitern, das sind Tritte mit sicherheitsrelevanten Geschichten. Und da zählt ganz, ganz viel im Facility-Management-Bereich mit hinein. Und wir wollen einfach unseren Kunden, also quasi den Nutzern, denjenigen, die die Geräte verwalten und natürlich unsere Fachhändler, mit denen wir zusammenarbeiten und natürlich auch für uns ganz, ganz viele an die Hand geben. Also das ist ja nicht nur, dass wir sagen, wir geben eine Maschine raus, sondern da ist alles mit dabei und das ist überall verfügbar und jederzeit. Und es gibt dann die Möglichkeit, dass der Kunde dann für sich selber auch mit Toolsense ins Gespräch kommt. Da sind auch einige Beispiele in den letzten Monaten auch gelaufen, wo noch ein ganz, ganz großer Mehrwert mit dahinter ist. Also es ist nicht nur die Erfassung der einzelnen Maschine mit den ganzen Vorteilen, dass die Partner hinterlegt sind und, sondern man kann noch viel, viel mehr. Man kann Objektaudits machen, man kann Prüfungen machen in verschiedenen Bereichen. Und da möchte ich auch an der Stelle nochmal auch ein Dankeschön zurückgeben. Die Dynamik von mir ist natürlich auch das Gleiche, wenn der eine was fordert oder Ideen hat. Und das wird auch noch innerhalb von kürzester Zeit. Also mir sind da wirklich Dinge passiert, gerade letztes Jahr. Ich sage, das hätte ich gern so und so. Und in dem Gespräch war es schon umgesetzt. Und das macht natürlich wahnsinnig viel Spaß, die Flexibilität von Toolsense, das mitzugestalten und mit nach vorn zu bringen. Und das ist ja nicht, dass man sagt, man entwickelt was für sich, sondern das ist was für die Allgemeinheit und der Nutzen, der dahinter noch mitsteht. Ich glaube, den können wir noch gar nicht erfassen, was da alles noch möglich ist in Zukunft. Ja, sehr spannend. Wie schätzen Sie denn grundsätzlich den Stand der Digitalisierung in der Reinigungsbranche ein und wie werden sich diese Themen vielleicht in den nächsten 5 bis 10 Jahren noch entwickeln? Ich glaube einfach, wir stecken da absolut in den Kinderschuhen. Ich glaube einfach, dass ein großer Teil, also was ich glaube, also ich weiß es ja auch, dass viele gar nicht wissen, wo steht meine Technik, wo ist die Technik im Einsatz und was für einen Mehrwert bringt mir die Technik, weil es nützt nichts, eine Maschine irgendwo in einem Objekt zu stehen zu haben und man weiß nicht, was sind für Betriebsstunden gelaufen, warum gibt es Prozesse, die nicht funktionieren, Qualitätsprobleme und zum Schluss stellt man fest, auch die Maschine ist gar nicht gelaufen, daran könnte es vielleicht liegen. Und das sind im Endeffekt ganz viele Themen, die dann nach vorne getrieben werden. Und dann das auch noch das große Thema, die Schnittstellen werden ja gerade geschaffen, beziehungsweise sind schon da, weil wir haben eine Datenflut, die gerade erzeugt wird in allen Bereichen. Aber es muss kanalisiert werden. Und die Kanalisierung muss dann auch quasi über die Schnittstellen laufen, dass sich dann auch derjenige, der es auswertet oder der es dann in Zukunft auch nutzt, für zukünftige Kalkulationen, für Maschinenweiterentwicklungen, vielleicht auch zu sagen, wir brauchen bestimmte Maschinengrößen gar nicht mehr, weil die viel zu wenig im Einsatz sind. Oder dann halt sagen, da sind Grenzen für Maschinen gesetzt, da brauchen wir mehr Leistung, um das Ganze, auch diese Daten zu verwenden für zukünftige Weiterentwicklung. Und das ist, glaube ich, eine riesengroße Chance. Aber da bin ich fest davon überzeugt, sind wir noch in den Kinderschuhen. Das geht mit großen Schritten voran, aber da ist noch viel Luft nach oben. Danke für diese Antwort. Dann haben wir noch eine schöne abschließende Frage, und zwar, welche Tipps können Sie anderen Unternehmen bei der Einführung digitaler Maschinenprozesse geben? Also ein ganz wichtiger Punkt ist, wenn man sich dazu entscheidet, das zu machen, jemanden zu benennen, der das umsetzt. Also das ist keine Sache für nebenbei. Das ist wirklich eine tagesfüllende Aufgabe, so ehrlich muss man sein. Aber der Nutzen, der, wenn es einmal umgesetzt ist und die Prozesse da sind, der ist so groß, den kann man finanziell gar nicht betiteln, das kann man gar nicht einen Strich drunter machen. Es werden aber große Zahlen unten drunter rauskommen, je besser man das einführt. Und was wichtig ist, nicht nur selber entscheiden, ich will das jetzt machen, ich möchte die Daten haben, sondern den Mitarbeiter mitnehmen und dem zeigen, das ist der Nutzen. Du musst keine Dokumentation, du weißt nicht, wann ist der letzte Service gewesen, du hast alles da. Und das ist das große Thema, wenn die merken, der Mitarbeiter, es geht einfach,
dann wird es funktionieren. Und das ist, glaube ich, das Thema. Jemanden benennen, enge Kontakte zu halten und dann an einer Stelle anfangen und dann Stück für Stück ausrollen. Das macht am meisten Sinn. Danke. Alexander, möchtest du hier noch etwas ergänzen? Ja, also ich kann das alles unterschreiben, was der Marco gesagt hat. Er hat das ja auch hautnah miterlebt und treibt das jetzt. Und ich glaube, was eben hier besonders viel Spaß macht und wo wir auch merken, okay, da tun sich neue Wege auf. Und auch wie der Marco auch zum Beispiel die Objektaudits genannt hat. Ja, das war ein Thema, was wir gar nicht so am Schirm hatten, was eigentlich ein Use Case sein könnte. Also ich glaube, was natürlich toll ist, ist, wenn es irgendwo jemanden gibt, der auch irgendwo eine Vision hat, wie er dann das da halt da nochmal neue kreative Wege eigentlich dann damit einschlagen kann. Und wenn das dann irgendwo mit einem Spaß an einer Spaß an der Sache auch einfach getrieben wird. Und ich glaube, dann lebt das Ganze, dann bringt es auch wirklich was und dann tragen das auch die Leute gerne mit. Und ja. Super. Dann sind wir schon am Ende angelangt. Vielen Dank für diesen spannenden Austausch. Es hat uns sehr gefreut, dass Sie, Herr Hache, heute bei uns waren und vielleicht hören wir uns ja bald wieder. Dankeschön.